Ziel der ICT-Konferenz ist, das Thema Digitalisierung den Unternehmerinnen und Unternehmern von der Ostschweiz näher zu bringen. Und zwar vor allem konkret. Wie haben andere Ostschweizer Unternehmerinnen und Unternehmer Digitalisierung als Chance genutzt für ihr Unternehmen, für den Kunden? Und was könnte ich als Unternehmerin und Unternehmerin mitnehmen? Grundsätzlich ist es so, dass wir uns vom textilen Fachhändler versuchen, eine Lösung zu finden, die uns oder den Modeberater versucht zu unterstützen. Und für das braucht es digitale Instrumente. Und das hat uns dazu veranlasst, eine eigene Software zu entwickeln, die uns hier unterstützt. Unsere Strategie hat eigentlich so einen experimentellen Ansatz. Das heisst, wir versuchen mit fähigen Leuten kleine Projekte zu definieren, die ein überschaubares Risiko haben. Und zusammen mit externen Partnern ist uns wichtig, sodass wir unsere Digitalisierungsstrategie umsetzen können. Das Verschmelzen von realer und digitaler Welt, dass die miteinander interagieren und dementsprechend neue Möglichkeiten unserer Kunden ergänzen. Unter ecoleo.ch tun die Kunden Möbel selber online designen, zusammenstellen, bestellen. Unsere Schreinerei produziert die innerhalb von 5 Tagen, sind sie beim Kunden heim, auf Mass produziert und das zu einem Online-Preis. Ein grosser Schritt hat bei uns die agile Produktentwicklung gemacht. Dort haben wir eine recht grosse Veränderung in der Unternehmenskultur gemerkt. Das heisst, heutzutage tun wir anders Produkte entwickeln, digitale Produkte gestalten. Unsere Zusammenarbeit mit den Partnern hat sich verändert und auch die ganze Meetingkultur und Projektplanung hat sich um 180 Grad gedreht. Ja, bei uns im Speziellen ist genau durch das, dass sich die Möglichkeiten global ergänzen, die Interaktion mit verteilten Teams, die Transparenz der Teams, auf die Kommunikation sehr viel Wert legen und die Erwartungen zum Manager gegenüber solchen Projekten, wo am Anfang nicht klar ist, was dabei rauskommt. Es hat uns zu neuen Denkmustern veranlasst. Oder? Wir müssen unser bisheriges Geschäftsmodell kritisch hinterfragen. Es hat sich gezeigt, dass wir sogar mit der Ecole ein Start-up gegründet haben, mit jungen Leuten, die im Team sind schon dabei. Und da gibt uns ganz viel neue Energie, es tut uns beflügeln. Wir haben zwei Ziele gehabt, eins ist expliziter gewesen, nämlich wirklich konkrete Beispiele aufbringen, für was Digitalisierung heissen könnte, sodass das Publikum etwas mit heimnehmen kann und das wir selber umsetzen können. Und darauf das haben wir gut erreicht. Und das zweite Ziel ist aber gewesen, so ein bisschen übergeordnet, um auch einmal mehr zu zeigen, dass wir auch in der Ostschweiz, in St. Gallen, in Appenzell, wie wir gesehen haben, halt wirklich Hightech, Informatik passiert und dass es ein gutes Ökosystem ist, um Informatik zu betreiben. Und wir versuchen hier den Unternehmerinnen und Unternehmern zu zeigen, dass es unglaubliche Chancen bietet, hier die richtigen Teile der Wertschöpfungskette, der Prozess mit Digitalisierung zu unterstützen und so in dem Wettbewerb von der Zukunft zu bestehen.